Ein herzliches Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer weiteren Runde World of Tanks. Ich bin wieder unterwegs mit meinem kleinen Tier 4 38 NA. Wie gesagt, Panzer der deutschen Fraktion, kleiner wendiger Scout und Aufklärer. Diesmal auf der Map Karelia. Das ist auch eine Map, wo gerne mal alle Leute die Mitte runter rushen und damit in den sicheren Tod fahren. Und ich zeig euch jetzt einfach mal, wie eine Runde auch ausgehen kann. Am Anfang passiert nicht so unheimlich viel, deswegen mache ich jetzt auch den Vorlauf ein bisschen schneller, immer da, wo nicht wirklich was passiert. Ich fahre hier mit einem Kollegen zu meinem Beobachtungsposten. Der ist wie meistens in den Spielen ziemlich weit außen. Ich versuche immer ein bisschen Schutz hinter Felsen zu suchen. Das ist wichtig, dass man artilleriesicher steht. Und ja, der Kollege kann es halt nicht erwarten. Wieder hat ein kleiner grüner Punkt ganz viele rote gefunden. Und naja, ich meine, er kriegt zwar die ganzen Punkte dafür, dass er so viele Gegner wie möglich aufgedeckt hat. Aber die hätten wir mit Sicherheit auch bekommen, wenn wir jetzt einfach ungefähr da stehen geblieben wären, wo ich stehe. Denn da wären die ganzen roten Punkte mit Sicherheit irgendwann langgerollt. Ich überlege mir jetzt hier, was ich mache. Ich drehe mich schon mal in Fluchtrichtung um. Und ja, jetzt sind die ganzen roten Punkte verschwunden. Einfach mal ein bisschen abwarten. Da scheint sich einer in die Mitte zu verziehen. Und dann ist da hinten noch einer. Ich kann jetzt leider hier in dem kleinen Vorschau-Monitor nicht erkennen, was das genau für ein Panzer ist. Aber ich werde jetzt gleich mal ein Stückchen zurücksetzen und mal gucken, was sich da sonst noch eingenistet hat. Ein Panzerzerstörer, ein Tank Destroyer ist auch noch da. Der nimmt sofort Fahrt auf und rollt wie ein wilder Stier auf mich zu. Und man hat vielleicht gesehen, oh, da ist noch ein Gegner. Ich habe zu diesem Zeitpunkt noch nicht einen Schuss abgefeuert. Ich denke mir, der Panzerzerstörer müsste jetzt ungefähr auf halbem Weg zwischen diesen beiden Felsen sein und roll deswegen ein wenig vor. Kleiner Fehler meinerseits, ich habe mich nicht arti-safe gestellt und da fange ich mir dann eine. Ist aber noch nicht so wahnsinnig schlimm. Und jetzt beobachte ich einfach mal weiter, was der Kollege hier macht. Da hinten rollt ein anderer Panzer den Berg weiter hoch. Aber ich habe hier so eine kleine Lücke zwischen den Felsen. Bam! Und da kann ich ihm zwei satte Treffer verbraten. Na, vielleicht rollt er noch ein Stückchen vor. Den Gefallen tut er mir aber nicht. Der Kollege Panzerzerstörer oder Panzerjäger wollte halt ganz besonders schlau sein. Und hat mich von der anderen Seite aufgeklärt, aber wie gesagt, ich stehe arti safe. Jetzt habe ich es mit drei Gegnern zu tun. Aua! Bam! Das hast du davon. Und jetzt sind es nur noch zwei Gegner hier auf der Seite. Mittlerweile haben die Gegenspieler wohl gemerkt, dass ich der Bad Guy hier in diesem Spiel bin. Und man bedeckt mich mit Artilleriefeuer und allem, was sie haben. Man scheint mich nicht besonders zu mögen hier auf dieser linken Flanke. Und ich versuche einfach dem Tank Destroyer auszuweichen, so gut ich kann. Und gleichzeitig halt für meine Artillerie und meine Kampfpanzer die Kollegen hier aufgeklärt zu halten. Und die holen auch einen nach dem anderen weg. Jetzt ist diese Flanke, soweit ich das beurteilen konnte, frei. Man kann sehen, die Gegner haben sehr, sehr viel eingebüßt bei der ganzen Aktion. Oh, ein Tank Destroyer ist noch auf dem Weg zu mir und wow, die scheinen mich ja echt zu hassen. Ja, aber meine Artillerie, die dürfte das eigentlich erledigen. Viel hat er auch nicht mehr und da ist er weggenascht worden. Und ja, wie gesagt, die linke Flanke müsste jetzt frei sein, besonders viel haben sie nicht. Und ich kann jetzt ein Stückchen vorrollen. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht kann man noch eine Artillerie oder einen kleineren Panzer da irgendwo wegholen, die vielleicht in der Nähe der gegnerischen Base campen.
Muss allerdings ein kleines bisschen vorsichtig sein. Ich habe ja schon ein bisschen Damage genommen. Ich stelle mich mal wieder kurz Arti safe. Und ja, jetzt ist nur noch ein gegnerischer KV-1 da. Das heißt, vor der Artillerie brauche ich keine Angst mehr haben. Und ich unternehme jetzt einfach den Versuch, in die gegnerische Base reinzufahren und noch ein paar Capture Points mitzunehmen. Wie gesagt, dieser KV-1, der da noch unterwegs ist, ist die einzige Gefahr, die noch auf dem Feld ist. Und ich weiß nicht, ob man es schon auf der Minimap gesehen hat, aber der muss irgendwo im unteren Bereich der Karte sein. Ich bin da oben also relativ safe und da kann ich mir die Punkte noch mitnehmen. Warum auch nicht? Schlägt sich am Ende ja immerhin alles in Erfahrung und Credits nieder. Erfahrung braucht man, um die eigenen Tanks weiter zu erforschen und ausstatten zu können. Und Credits sind halt die Währung in diesem Spiel. Und ja, dann nehme ich jetzt hier eine Position in so einer kleinen Bodensenke ein, weil ich mir denke, ja, selbst wenn der gegnerische Panzer mich noch von irgendwo sieht, in so einer kleinen Mulde dürfte ich relativ sicher sein und vielleicht noch einen Hit aushalten. Und ja, jetzt wird einfach nur noch durchgecaptured. Das war eine Light-Tank-Runde auf Karelia. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Tschüss.